Ja, hallo und guten Tag. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Theologen sind für mich immer ein Rätsel. Ich habe einen Theologen angeschrieben wegen dem Thema Wiedergeburt Jerusalems und habe ihm das auch soweit mal aufgeschlüsselt, sehr freundlich angefragt, ja. Und habe ihm geschrieben: Sehr geehrter Sohn, so zunächst. Unbestritten gilt Jesaja 7, Vers 14 als eine der geheimnisvollsten Stellen der Bibel. Wird dort von einer Jungfrau oder von einer jungen Frau gesprochen? Fragezeichen. Rabbiner demontieren die christliche Lehre zu Jesaja 7, Vers 14 nach Kräften. Was uns hier in Deutschland nicht so sehr auffällt, aber in den USA ganz anders aussieht. Dort werden viele Christen von ihnen auf angebliche Übersetzungsfehler angesprochen und für den jüdischen Glauben begeistert. Bislang mussten wir den Juden die Antwort für dieses Thema oder wer die junge Frau ist, schuldig bleiben, die in Vers 14 in Jesaja 7 benannt wird. Und wenn dort keine Jungfrau beschrieben wird, so wollen viele Bibelkritiker argumentieren, dann sei die Jungfrauengeburt Marias ebenfalls nie erfolgt. Was sollen wir denn antworten? Ich untersuche diese Themen auf meinem YouTube-Kanal mit 6.500 Abonnenten auf weiteren sozialen Foren. Ich gehe davon aus, dass es sich in Jesaja 7 um die Tochter Zion handelt. Der Schlüssel für Jesaja 7 ist die Kenntnis von der endzeitlichen Wiedergeburt Jerusalems. Das Thema greift unter Christen langsam Raum und auch erste Theologen interessieren sich dafür. Hätten Sie ebenfalls Lust, sich dem Thema gedanklich zu nähern, dann würde ich mich über eine kurze Antwort per E-Mail freuen. Herzliche Grüße und Gottes Segen. So war mein Anschreiben. Dann habe ich die Antwort bekommen. Hallo Herr Klein, danke für Ihr Feedback. Bababab. Von solch einer Idee, wie Sie sie vorschlagen, habe ich noch nichts gehört. Das ist erstaunlich, ja, er ist ja auch Theologe. Weshalb sollte eine Deutung, wie Sie sie vorschlagen, für einen Juden akzeptabel sein? Das habe ich ja nicht geschrieben, dass ich eine Auslegung suche, die für Juden akzeptabel ist, sondern die Juden. Oder die Rabbiner, die sagen uns halt, dass die Auslegungen, die wir zu Jesaja 7 haben, nicht stichhaltig sind, weil da nicht Betula, sondern Ha'alma steht. Also nicht Jungfrau, sondern junge Frau. Also da ist einfach so eine gedankliche Unschärfe. Vielleicht habe ich mich auch undeutlich ausgedrückt oder vielleicht hat er es irgendwie zu schnell gelesen. Also es geht mir ja nicht darum, eine Auslegung oder Deutung vorzuschlagen, die für Juden akzeptabel sein sollen, sondern gegen diese jüdische Argumentation auch anargumentieren zu können. Auch wenn man am Grundtext bleibt, ja. Dann schreibt er weiter: Bei Deutungen bin ich ohnehin sehr zurückhaltend. Gut, da gibt es so eine theologische Richtung, die kommt eher so aus der lutherisch-kalvinistischen Richtung. Da ist man mit Deutungen zurückhaltend, das kann ich auch verstehen, ja. Es wird auch ganz viel spekuliert, keine Frage. Aber ohne Deutungen geht es halt nicht, ja, wenn man die Bibel liest, das ist halt so. Gut, also bei Deutungen bin ich ohnehin sehr zurückhaltend, durch Christus verbunden mit freundlichem Gruß und so weiter. Ne? Dann habe ich ihm geantwortet darauf. Hallo Herr So und So, vielen Dank für Ihre Antwort. Ich bin bei Deutungen auch sehr vorsichtig, aber ganz ohne geht es nicht. Denn die eherne Schlange, die Mose in der Wüste erhöht hat, kann erst mit einer Deutung auf Golgatha vollends verstanden werden. Ja, also da braucht es halt einfach Deutung und braucht es auch Auslegung zu. Zur Info, meine geistlichen Wurzeln gehen auf die Brüdergemeinde zurück, zu meiner These. Die Gemeinde Jesu begann vor 2000 Jahren zu Pfingsten in Jerusalem. Dann ging das Evangelium zu den Heidenvölkern. Und am Ende der Gemeindezeit geht es wieder dorthin zurück, wo es begann, Doppelpunkt, nach Jerusalem. Das heißt, ich glaube, dass am Ende der Gemeindezeit die Stadt Jerusalem, nicht ganz Israel, sondern nur Jerusalem, zum Glauben an Jesus Christus kommen wird. Dann wird ganz Jerusalem wiedergeboren sein, im alttestamentlichen Bild, Doppelpunkt, die Tochter Zion gebiert. Ich nenne das die Wiedergeburt Jerusalems. Jesus tadelte Nikodemus in Johannes 3, dass er nichts von der Wiedergeburt wisse. Nikodemus hätte davon nur aus dem Alten Testament wissen können. Ergo muss die Wiedergeburt dort schon vorhergesagt worden sein. Die meisten zitieren dann Hesekiel 11 und 36, aber Jesus hat Nikodemus nicht vorgeworfen, dass er ein neues Herz und einen neuen Geist bräuchte, sondern dass er ganz von neuem geboren werden müsse. Hesekiel hingegen spricht lediglich von Herztransplantation und von Geistesgebung, nicht aber von Geburt. Sucht man im Alten Testament nach der Wiedergeburt, findet man zunächst nichts, aber man findet Bilder hierzu, die aber der Deutung bedürfen. Immer wenn Jerusalem belagert wurde,
Also vielleicht noch zu den Bildern, die der Deutung bedürfen. Die eherne Schlange im Alten Testament ist ein herrliches Bild auf die Kreuzigung Jesu Christi. Und die Kreuzigung Jesu Christi im Neuen Testament, die wird ja mit alttestamentlichen Bildern begründet, die gedeutet werden müssen, ja, die ausgelegt werden müssen. Der ganze Hebräerbrief ist voll davon. Diese ganze Deutung müsste man dann eigentlich beiseite tun und dann bliebe man eigentlich im Judentum stecken, ja. Also ein Neues Testament ohne Deutung des Alten, ohne Interpretation. Na, Interpretation gefällt mir nicht so sehr, weil Interpretation heißt, den Texten eine beliebige oder selbst ausgedachte Bedeutung zuzumessen. Ja? Auslegung gefällt mir da viel, viel besser. Das muss durch Gottes Geist erklärt werden. Wenn das Alte Testament durch Gottes Geist erklärt wird, wird es zum Neuen Testament. Ja? Also es braucht Deutung. Da verlässt man dann aber den sogenannten wissenschaftlichen Boden, meinen zumindest viele Theologen, deswegen scheuen sie sich davor. Aber eigentlich müsste man dann das ganze Neue Testament streichen, ja, wenn sie Auslegung oder Deutung scheuen oder nicht wollen oder ablehnen. Ja. Manche sagen, das darf man nur im Rahmen des Neuen Testaments tun. Über die Deutung des Neuen Testaments darf man nicht hinausgehen. Das ist für mich so eine Krücke, die man da irgendwie hat. Ich bin der Meinung, dass Jesus, Paulus und die Apostel uns gezeigt haben, wie man deuten soll und dass man auf der Basis dann auch deuten darf, ja. Aber ich bin natürlich auch einverstanden. Also man verlässt damit natürlich schon den sogenannten wissenschaftlichen Boden, ja. Da läuft man dann Gefahr, dass man auch sich zum Narren macht damit. Aber das war bei Paulus ja auch nicht anders und bei den Aposteln auch nicht und bei unserem Herrn Jesus Christus schon gar nicht. Okay, also die Wiedergeburt, sage ich, gibt es im Alten Testament, die ist aber in Bildern angedeutet, die der Deutung bedürfen. Immer wenn Jerusalem belagert wurde, und das geschah dreimal, nämlich im Syro-Ephraimitischen Krieg, bei der Belagerung Jerusalems durch die Assyrer und bei der durch die Babylonier, sprechen die Propheten von Geburt oder Geburtswehen. Oder Hiskia spricht auch davon, dass keine Kraft zum Gebären da wäre, ja. 2. Könige 19. Alle vergleichen die Angst der Belagerten in Jerusalem mit Wehen, mit Geburtswehen. So als ob die Tochter Zion in Geburtswehen gekommen wäre. Folgerichtig kam Jerusalem zu Pfingsten zur Wiedergeburt, die Tochter Zion gebar. Aber sie war damals nicht von einem Heer belagert. Sie hat damals also geboren, ohne Wehen gehabt zu haben. Jesaja 66, Vers 8. Wer hat solches je gehört? Wer hat solches je gesehen? Kann auch, ehe denn ein Land die Wehen kriegt, ein Volk auf einmal geboren werden? Nun hat doch ja Zion ihre Kinder ohne Wehen geboren. Wann war das? Vor 2000 Jahren zu Pfingsten. Damit hätte Jesaja 66 in einem alttestamentlichen Bild von der Wiedergeburt zu Pfingsten vor 2000 Jahren geweissagt. Am Ende der Gemeindezeit wird Jerusalem noch einmal gebären. Dann aber mit Wehen. Ja, die Stadt wird belagert werden, Sachaja. Also Sachaja steht auch davon. Ja. Und eben die Angst dieser Belagerung sind die endzeitlichen Wehen, von denen Jesus in seinen Endzeitreden spricht. Es ist ja nicht so schwer zu verstehen, oder? Eigentlich ist es nicht schwer zu verstehen. Ich staune da immer drüber. Das ist meine These. In aller gebotenen Kürze wäre das ein Thema, dem Sie gedanklich näher treten würden. Wenn ja, würde ich mich über eine kurze Rückmeldung freuen. Ich ergänze dann noch ein paar Gedanken. Das Thema ermöglicht unter anderem zu verstehen, warum Jesaja 7, Vers 14 den Begriff junge Frau verwendet hat. Ich habe gedacht, das interessiert vielleicht den Theologen. Ja, warum da junge Frau steht? Denn das torpediert ja eigentlich ihre neutestamentliche Theologie. Das ist ja keine Kleinigkeit, ja, wenn man sieht, dass im Hebräischen Ha-Alma steht, die junge Frau und nicht die Jungfrau. Ja, muss man ja erklären können. Also habe ich gedacht, ich ergänze das noch in meinem Anschreiben und habe geschrieben, das Thema ermöglicht unter anderem zu verstehen, warum Jesaja 7, Vers 14 den Begriff junge Frau verwendet hat. Denn er bezieht sich auf diese endzeitliche Geburt Zions. Die junge Frau ist nicht die Frau Jesajas oder die Frau von Ahas, sondern es ist Zion, die junge Frau. Sie gebiert in der Endzeit einen Überrest während einer Belagerung. Sie ist dann keine Jungfrau mehr. Warum nicht? Sie hat schon einmal geboren. Sie ist dann eine junge Frau, weil der Staat Israel mit seiner Hauptstadt jung ist, ja, im internationalen Maßstab.
Beide Geburten Jerusalems, die vor 2000 Jahren und die in der Endzeit, sind symbolisch durch die beiden Söhne Jesajas angedeutet. Einer heißt, ein Überrest wird umkehren und meint die Wiedergeburt Jerusalems zu Pfingsten vor 2000 Jahren, denn da ist ein Überrest umgekehrt. Und raube bald Eilebeute, das war der zweite Sohn von Jesaja, raube bald Eilebeute meint die Wiedergeburt Jerusalems in der Endzeit unter Belagerung, weil dann jemand da ist, der schnell rauben will und schnell Beute machen will. Ja? Beides ist ein versiegeltes Zeugnis für Gottes Jünger. So wie in Jesaja 8, Vers 16 steht, Gottes Warnungen will ich gut verschnüren und seine Weisungen meinen Schülern in Verwahrung geben. Das ist die neue evangelistische Übersetzung. Und Jesaja 8, Vers 18 schreibt, seht, ich und die Kinder, die Jahwe mir gab, ein Wahrzeichen für Israel, ein Zeichen von Jahwe, dem allmächtigen Gott, der auf dem Zionsberg wohnt. Ich freue mich wieder von Ihnen zu hören und danke Ihnen für Ihre Zeit, Gottes Segen und herzliche Grüße, Achim Klein. Darauf habe ich dann eine Antwort bekommen. Und die lautet wie folgt. Hallo Herr Klein, danke für Ihre Antwort, aber ich muss schon Ihre Grundthesen in Frage stellen. Jesus tadelt Nikodemus nicht, dass er nichts von der Wiedergeburt weiß, denn er erklärt es ihm ja im übernächsten Vers. Ja, die Tatsache, dass Jesus das dem Nikodemus erklären musste, ist ja kein Grund dafür anzunehmen, dass er Nikodemus nicht getadelt hätte. Jesus sagt ja zu Nikodemus, du bist ein Lehrer in Israel und weißt das nicht. Oder da steht sogar, du bist der Lehrer Israels und weißt das nicht. Das war für einen Rabbiner, der ungefähr 20 Jahre älter war als Jesus zu der Zeit, vielleicht sogar noch älter, durchaus eine Kritik, ja, dass ihm jemand sagt, du weißt davon nichts. Und es sagt ihm ein Wanderprediger mit Anfang 30, ja. Oder Ende 20, das ist schon eine Kritik, das ist ein Tadel, aber ein deutlicher Tadel. Also das damit zu begründen, dass Jesus ihm das später dann erklärt hat im Folgevers, ist ja eigentlich kein kausaler Zusammenhang, der da zu sehen wäre. Ja. Nikodemus, so schreibt er dann weiter, Jesus beginnt sogar mit einem doppelten Amen, also wahrlich, wahrlich, ich sage euch und so weiter. Ja. Das heißt, er sagt ihm jetzt, Jesus sagt jetzt Nikodemus etwas sehr Wichtiges und erklärt schon in Vers 5, dass dies eine Wirkung des Heiligen Geistes ist. Und vom Wirken des Geistes, also die Wiedergeburt entsteht durch die Wirkung des Heiligen Geistes. Und vom Wirken des Heiligen Geistes ist im Alten Testament viel zu lesen und nicht nur bei Hesekiel. Ja, das ist sicher richtig, ja, aber ich meine, der ganze Text atmet von Wiedergeburt. Jesus sagt, du musst von Neuem geboren werden. Wenn du nicht von Neuem geboren wärst, kannst du das Reich Gottes nicht sehen. Und die ganzen Verse, also ich glaube von Vers 3 bis Vers 8, ist in jedem einzelnen Vers ist die Rede von Geburt, geboren werden. Und Jesus sagt zu Nikodemus, du musst von Neuem geboren werden. Er sagt ihm nicht, du musst durch Gottes Geist verstehen, wer vor dir sitzt. Ja? Sondern Jesus hat gesagt, du musst komplett von Neuem geboren werden. Das atmet der ganze Text, ja. Hier macht er sich dann eigentlich so eine argumentative Krücke, ja, und sagt, da hier ist vom Wirken des Heiligen Geistes die Rede und vom Heiligen Geist liest man viel im Alten Testament. Ja, da kann ich nur sagen, ich bin da immer total platt, wohl, wie die Theologen das alles so wegdiskutieren können. Ich meine, der ganze Text spricht von Geburt. Nikodemus weiß ja auch und versteht ja auch, was Jesus da sagt. Ja? Anders als er hier. Denn Nikodemus antwortet ja dann darauf und sagt, ja, wie soll ich denn wieder geboren werden von Neuem? Soll ich wieder in den Leib meiner Mutter gehen und von Neuem geboren werden? Wie soll denn sowas zugehen? Das heißt, der Nikodemus hat zumindest mal Jesus zugehört und hat mal hingehört, was der sagt. Und man darf das nicht vergessen, das war der Lehrer Israels. Nikodemus war theologische Elite. Jesus war ein umstrittener Wanderprediger. Nikodemus war 50, über 50, ja. Jesus war Ende 20 und trotzdem hört Nikodemus diesem Mann zu. Also das ist einfach erstaunlich, ja. Und Jesus erklärt ihm das dann natürlich, ja. Aber er tadelt ihn und sagt, warum weißt du nichts von der Wiedergeburt? Ja, und du musst von Neuem geboren werden, du musst von Neuem geboren werden, du musst von Neuem geboren werden. Das ist immer das Thema in Johannes 3. Das klassische Thema, ja. Sich jetzt so eine Krücke zu bauen und sagen, die Wiedergeburt entsteht durch das Wirken des Geistes,
und vom Wirken des Geistes ist im Alten Testament viel zu lesen, nicht nur bei Hesekiel. Ja, das ist sicher richtig. Aber wo ist denn von der Wiedergeburt die Rede im Alten Testament? Wo ist denn von der Wiedergeburt die Wiedergeburt? Wo wird die denn vorhergesagt? Das ist ja dann die große Frage. Und dann schreibt er, außerdem bestreiten sie die wichtigen Aussagen in Römer 11, besonders in den Versen 12 und 25 bis 26. Also da steht halt davon, dass ganz Israel gerettet wird. Und er sagt jetzt, also ich würde hier behaupten, dass nur Jerusalem gerettet wird. Habe ich auch nicht gesagt, aber ist halt jetzt so sein Eindruck. Das ist für einen Theologen zu wenig. Das ist zu wenig für einen Theologen. Für einen Schriftgelehrten ist das zu wenig. Ja? Weil diese Aussage in Römer 11, die bezieht sich ja auf die Zeit, wenn Jesus Christus auf dem Ölberg wiederkommt. Ja? Denn da steht ja, dass ganz Israel gerettet wird, weil ihnen ein Erlöser zu Zion kommt oder aus Zion kommt, der das gottlose Wesen von Jakob abwenden wird. Wann kommt denn der Erlöser nach Zion oder aus Zion, ja? Wenn Jesus auf den Ölberg kommt. Das ist aber doch ganz am Ende der Gemeindezeit, ja? Ich rede aber am Ende der 70. Jahrwoche, muss man eigentlich sagen. Ich rede aber vom Anfang der 70. Jahrwoche. Ich rede von einem ganz anderen Zeitpunkt. Also ich finde, ich weiß auch nicht, ich bin da immer... Das ist, warum lese ich euch das vor? Ich lese euch das vor, damit ihr wisst, wie mein Schriftwechsel mit den Theologen abläuft im Hintergrund. Ich zeige das ja hier jetzt nicht groß. Ich habe das hier auch anonymisiert, ja. Muss dann niemand wissen, wer das ist. Aber so ungefähr laufen alle Schriftwechsel mit den Theologen ab. Ich habe über 100 von denen angeschrieben. Eine gute Handvoll hört zu und versteht. Ja, das ist absolut erstaunlich. Aber die meisten, muss ich wirklich sagen, Luther würde sagen, sie sind eine Schande für ihre Zunft. Ja? Aber das darf man heute ja nicht sagen, weil wenn man sowas sagt, ist man ja böser Mensch. Ja? Deswegen zitiere ich das nur. Und also ich habe dann geantwortet, hallo Herr so und so. Vielen Dank für Ihre Nachricht. Zu eins, die Worte Jesu an Nikodemus, du bist ein Lehrer in Israel und weißt das nicht, sind durchaus ein starker Tadel für den Lehrer Israels. Warte mal, ich muss mir mal eine andere Brille schnell aufziehen hier. Da kann ich besser lesen jetzt. So, jetzt ist viel besser. Jeder Vers von Johannes 3, und zwar von Vers 3 bis 8, enthält das Wort geboren. Nikodemus wusste also nichts von der Wiedergeburt. Ja? Jesus hat ihn immer wieder darauf angesprochen, du musst von neuem geboren werden. Wenn du nicht von neuem geboren wirst, kannst du das Reich Gottes nicht sehen und so weiter. Ja? Also jeder dieser Verse enthält das Wort geboren, nicht Geist. Natürlich wird man aus dem Geist Gottes geboren, aber es geht hier um Geburt. Und zwar um die komplett neue Geburt. Nicht nur darum, dass man ein neues Herz bekommt, sondern um eine komplette neue Geburt. Das ist das Thema in Johannes 3, kommt man auch nicht vorbei, wenn man will. Also wenn man will, kommt man natürlich auch vorbei, ja. Aber wenn man es ehrlich und aufrichtig liest, dann ist es ja nicht so schwer zu verstehen. Es ist ja keine Raketentechnologie, ja. Gut, also jeder Vers von Vers 3 bis 8 enthält das Wort geboren. Nikodemus wusste also nichts von der Wiedergeburt. Das ändert nichts daran, dass Jesus es Nikodemus später erklärt. Sonst hätte er und hätten wir es ja nicht verstanden. Ja, also wir selber brauchen ja scheinbar auch die Erklärung und haben es nach 2000 Jahren noch nicht verstanden. Zu Punkt 2, das Wirken des Geistes bewirkt die Wiedergeburt. Ja, das ist aber gerade das Geheimnis der Worte Jesu an Nikodemus. Es ist bis heute ein Geheimnis, wo im Alten Testament die Wiedergeburt des Neuen Testaments vorhergeschaltet ist. Offensichtlich weiß niemand mehr davon, mehr in Klammern. Offensichtlich weiß niemand davon oder niemand mehr davon, ja. Das ist meines Erachtens mehr als erstaunlich. Um in den Himmel zu kommen, braucht man zwei Dinge, habe ich immer gesagt. Ja? Golgatha und die Wiedergeburt. Ja? Ohne Golgatha keine Sündenvergebung. Ohne Wiedergeburt, ohne Glaube, kommt man nicht in den Himmel, weil man das Opfer Jesu Christi nicht annimmt. Also diese beiden Dinge sind heilsnotwendig. Ja? Und wenn man jetzt von Golgatha zwar weiß aus dem Alten Testament, aber von der Wiedergeburt nichts weiß, und es ist ja eine heilsnotwendige Wahrheit aus der Bibel, dann finde ich das mehr als erstaunlich. Da ist wohl irgendwas verloren gegangen in der Christenheit, ja, was man irgendwie nicht mehr weiß und was mit der Wiedergeburt zu tun hat. Ja. Okay, zum Punkt 3, das ist ein Missverständnis, da geht es um Römer 11, ja, das ist ein Missverständnis. Meine Aussagen widersprechen nicht Römer 11. Weil meine Aussagen den Anfang der 70. Jahrwoche betreffen, während Römer 11 an deren Ende liegen. Es handelt sich ja also um zwei verschiedene Zeitpunkte und zwei vollkommen verschiedene Ereignisse.
Die Aussage des Paulus in Römer 11 stammt aus einem Zyklus in Jesaja, der von Kapitel 52 bis 59 reicht. Und Paulus zitiert in Römer 11 aus Jesaja 59, dass das ganze Israel gerettet wird. Denn zu Zion oder aus Zion wird ein Erlöser kommen. Dann geht es da weiter, der das gottlose Wesen abwenden wird von Jakob und so weiter. Das ist, wenn Jesus auf den Ölberg wiederkommt. Der kommende Erlöser ist Christus. Er kommt, wenn er in Macht und Herrlichkeit auf den Ölberg herabkommt. Das ist am Ende der 70. Jahrwoche. Dann wird ganz Israel gerettet werden, und zwar vom Antichristen, vorm Antichristen. Denn die Entrückung wird dann schon geschehen sein. Es gibt dann also keine Wiedergeburt mehr. Und deswegen meint Paulus mit dieser Rettung, die in Römer 11 beschrieben ist, auch keine Wiedergeburt. Römer 11 ist also unbedingt im Zusammenhang zu lesen, und zwar im Zusammenhang des Kapitels 12 selbst und im Zusammenhang von Jesaja 59. Das Ereignis liegt am Ende der 70. Jahrwoche. Die Wiedergeburt Jerusalems aber liegt am Anfang der 70. Jahrwoche. Deswegen widerspreche ich auch nicht Römer 11. Der Tag der Wiedergeburt Jerusalems wird taggenau den Anfang der 70. Jahrwoche, wird taggenau der Anfang der 70. Jahrwoche sein. Sie löst die 70. Jahrwoche aus. Soweit in aller Kürze. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit und wünsche Ihnen alles Gute und Gottes Segen. Und dann hat der Herr mir dann nochmal geantwortet: Hallo Herr Klein, es ist durchaus kein Geheimnis, wie die Wiedergeburt im Alten Testament in Bildern deutlich wird. Also er gibt jetzt einige Beispiele nach seiner Meinung für die Wiedergeburt im Alten Testament. Jetzt aufgepasst, für die Wiedergeburt, ja. Wenn Wasser auf trockenes Land kommen wird, Jesaja 44, Vers 1 bis 5, wenn ein neues lebendiges Herz gegeben wird, Hesekiel 26, Vers 26 bis 7, und dann fragt er, was soll das denn anderes als Wiedergeburt sein? Naja, das eine ist Gießen mit Wasser und das andere ist Herztransplantation in Hesekiel 26. Und ja, wenn jemand ein neues Herz bekommen hat im neutestamentlichen Sinn, wenn jemand Gottes Geist bekommen hat im neutestamentlichen Sinn, dann ist er Christ. Wenn er Christ ist, ist er auch wiedergeboren. Ja? Aber Jesus fragt Nikodemus nicht danach. Ja? Nikodemus sagt, Jesus sagt zu Nikodemus nicht, Nikodemus, du brauchst einen neuen Geist und du brauchst ein neues Herz. Das sagt Jesus nicht. Jesus sagt was ganz, ganz anderes. Und das müssten Theologen verstehen. Jesus sagt zu Nikodemus, du musst komplett neu geboren werden. Ja? Nicht nur ein neues Herz, sondern du ganz musst ganz von neuem geboren werden. Das ist die Aussage Jesu. Hätte Jesus gesagt, du brauchst ein neues Herz und einen neuen Geist, dann wäre Nikodemus diese Stelle hier doch eingefallen in Hesekiel 26 oder in Hesekiel 11 oder 36 auch, ja. Denn Nikodemus kannte ja das ganze Alte Testament wahrscheinlich auswendig, ja. Dagegen sind wir ja Stümper. Also er zitiert jetzt diese Stellen, die von Wiedergeburt nicht sprechen. Da spricht keine Stelle von Geburt, ja, sondern man muss sich natürlich in die Situation reinversetzen. Das Gespräch zwischen Jesus und Nikodemus, dass das vor 2000 Jahren stattgefunden hat und dass es da noch gar kein Neues Testament gab. Das muss man natürlich da muss man sich reinversetzen können, ja. Was soll das denn anderes als Wiedergeburt sein? Und besonders Joel 3, Vers 1 bis 5, was sowohl von Petrus als auch von Paulus zitiert wird, also Petrus bei der Pfingstpredigt, ja, und eindeutig auf neutestamentliche Gläubige bezogen ist, obwohl beide das Alte Testament zitieren und auch Worte, die speziell Israel bestrafen, die speziell Israel betrafen. Man sollte da genau hinschauen. Ja, das finde ich auch. Ja, also da finde ich unbedingt, dass man da genau hinschauen sollte und nicht so oberflächlich antworten sollte, sondern dass man sagen muss, wenn das Bild, wenn das Thema, das Jesus mit Nikodemus besprochen hat, Geburt war, Wiedergeburt, Neugeburt, ja, dann muss man auch nach Geburt im Alten Testament suchen und nicht danach, wo Wasser aufs Land gegossen wird oder wo Geist gegeben wird oder wo Herz transplantiert wird, ja. Dann muss man da genau hinschauen, da bin ich absolut der Meinung. Aber ich kann die Theologen kann ich nicht verstehen. Ich stehe da ratlos vor. Ja? Scheinbar ist denn das irgendwie, vielleicht ist das auch, wie der Paulus sagt, ja, das kann nur durch Gottes Geist verstanden werden. Aber ich kann doch den Männern hier nicht vorwerfen, dass sie Gottes Geist nicht hätten. Ja? Das ist ja, ich meine, das sind reputierte Leute in der theologischen Welt. Ich will jetzt ja den Namen nicht nochmal nennen. Ich nenne ja immer den Namen von Roger Liby, ja, eigentlich müsste man die Namen nennen, weil das ein Drama ist, was sich hier abspielt in der Christenheit. Das ist ein absolutes Drama.
Wären die Architekten, wären das Stümper, die würden kein Haus zustande bekommen. Wären die Klempner, würde keine Leitung dicht sein, von die gelötet hätten. Also da könnt ihr Gift drauf nehmen, ja. Man sollte da genau hinschauen. Ja, das würde ich mir wirklich wünschen, dass man da genau hinschaut. Also vom Wirken des Heiligen Geistes an Menschen hätte Nikodemus etwas wissen müssen. Ja, das ist richtig, aber danach fragt Jesus ja nicht. Ja, Jesus fragt nicht nach dem Wirken des Heiligen Geistes an Menschen. Das fragt Jesus den Nikodemus nicht. Ja, Jesus fragt Nikodemus, sagt zu Nikodemus, du musst von neuem geboren werden. Ja. Wenn aber jemand mit Jahrwochen argumentiert, also das ist jetzt wieder auf mich gemünzt, weil ich jetzt von der 70. Jahrwoche geschrieben habe, wenn aber jemand mit Jahrwochen argumentiert und neutestamentliche Stellen da hinein sortiert, nein, das sortiere ich nicht da rein. Das macht Paulus, wenn er in Römer 11, Jesaja 59 zitiert. Ja? Er sagt, ganz Israel wird gerettet werden, denn zu Zion wird kommen ein Erlöser, der das gottlose Wesen von Jakob abwendet. Da muss man mal gucken, wo hat der Paulus das Zitat her? Dann findet man das in Jesaja 59 und dann kann man auch überlegen, wann kommt denn Jesus nach Zion? Da gab es zwei Zeitpunkte. Der eine war vor 2000 Jahren, der kann ja kaum gemeint sein. Und der andere ist dann, wenn Jesus auf dem Ölberg wiederkommt. Ja? Und das ist in der Endzeit. Ja, das ist aber ein ganz anderer Zeitpunkt. Aber gut, okay. Wenn aber jemand mit Jahrwochen argumentiert, ja gut, das ist ja nichts Verwerfliches, das ist ja was Biblisches, ja, und neutestamentliche Stellen da hineinsortiert, werde ich wirklich misstrauisch. Das riecht mir zu sehr nach alte Versammlung. Doppelpunkt, biblisches Argumentieren mit sehr viel Spekulation und Behauptungen, aber selten gründlicher Auslegung im unmittelbaren biblischen Kontext. Da, wenn ich das lese, breche ich innerlich total zusammen, ja. Das ist jetzt auch der letzte Theologe, den ich anschreibe. Ja? Nur, dass ihr ein bisschen wisst, was so im Hintergrund passiert, was für ein Schriftwechsel auch hin und her geht. Das riecht mir zu sehr nach alte Versammlung, Doppelpunkt, biblisches Argumentieren mit sehr viel Spekulation und Behauptungen, aber selten gründliche Auslegungen im unmittelbaren biblischen Kontext. Ich gebe das mal einfach so weiter hier, ja. Entschuldigen Sie, wenn ich meine biblische Arbeit nicht weiter in Ihre Idee und Zukunftsschau stecken möchte, was bei den Brüdern ja sehr beliebt war. Ja, das verstehe ich, ja. Ich glaube auch, dass die Theologen, auch Roger Libby und so weiter, ja, und Gassmann und Kaufmann und wie sie alle heißen, dass die ganz, ganz viele Anschriften kriegen heute auch und dass da auch viel wirres Zeugs bei ist, ja, das ist ja keine Frage. Ich bin hier trotzdem einfach ratlos. Ich mache das jetzt schon seit 6 Jahren, putze ich hier Klinken. Und ich staune immer wieder. Also es gibt ganz einfache Menschen im Glauben, die verstehen das, ja. Das ist für die gar kein Problem. Aber hier läuft man irgendwie so gegen geschlossene Pforten, ja. Also er schreibt, entschuldigen Sie, wenn ich meine biblische Arbeit nicht weiter in Ihre Idee und Zukunftsschau stecken möchte, was bei den Brüdern ja sehr beliebt war. Ich weiß, dass unser Herr kommt und will jeden Tag darauf vorbereitet sein. Das wird für uns alle viele Überraschungen geben. Ja, das glaube ich auch. Also das glaube ich unbedingt. Also das ist fast so, wie der Paulus in 2. Thessalonicher schreibt, ihr seid nicht von der Finsternis, wandelt nicht in der Finsternis wie die anderen, die keine Ahnung haben, die nicht wissen, was passiert, die Bibel nicht kennen, sondern die glauben, die Entrückung wäre jeden Augenblick. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt hier glaubt, ja. Aber das Kommen Jesu, das wird für uns alle viele Überraschungen geben. Obwohl, er schreibt ja schon, ich weiß, dass unser Herr kommt und will jeden Tag darauf vorbereitet sein. Gut, das will ich auch, ja. Da geht es ja nicht darum, dass man nicht vorbereitet sein wollte. Aber es wird wirklich für viele Überraschungen geben. Ja, und dann durch Christus verbunden und mit freundlichem Gruß. Ich gebe euch das mal einfach so weiter. Ich, wie gesagt, werde jetzt keinen Theologen da mehr anschreiben mit dem Thema, weil ich habe das jetzt so oft gemacht auch und ich bin auch schon zu bekannten Leuten 600 Kilometer mit dem Auto gefahren, ja, und bin da unverrichteter Dinge wieder weggefahren. Ich bin auch schon bei einem Theologen gewesen, der auch hoch reputiert ist und der hat mir in allem Recht gegeben. Der ist höchst reputiert. Der ist sehr viel besser qualifiziert noch als der Roger Libby. Ja? Sehr viel besser. Und hat auch eine sehr viel interessantere und wichtigere Aufgabe eigentlich. Und da war ich, also da von dem Gespräch bin ich also wirklich
pfeifend und singend in meinem Auto nach Hause gefahren. Ja, es hat mich sehr, sehr gefreut. Ich kann euch aber nicht sagen, wer das ist. Ja. Wenn der sich dazu bewegen würde, das wäre eine große Sache. Ja. Ob er es tut, weiß ich nicht genau. Ja. Bleibt abzuwarten, ist auch seine Sache, kann ich auch niemanden zu zwingen. Ich will da auch niemanden überreden zu. Da muss man selber wissen, ob man so weit gehen will. Und für den Theologen ist das nicht ohne. Ja. Ihr seht ja die Reaktion. Und stellt euch vor, jetzt würde ein Theologe plötzlich da so ausscheren und würde diese Themen wie die Wiedergeburt Jerusalems behandeln. Lothar Gassmann hat ja schon mal begonnen damit, indem er zumindest eine Bibelstunde so genannt hat, die Wiedergeburt Jerusalems, aber da war ja nichts drin, ja, das war ja eine Mogelpackung. Aber wenn jemand dieses Thema behandeln würde, also der hätte die komplette theologische Welt gegen sich. Und da bin ich immer so erinnert an die Zeit vom Neuen Testament, ja, mit den Schriftgelehrten. Ja, die waren zwar sehr gelehrt, aber die Schrift haben sie nicht gekannt. Ja. Ihr prüfet und ihr forschet in der Schrift und ihr meinet, ihr habe das ewige Leben darin, nämlich in der Schrift und im Forschen der Schrift, aber sie ist, sie von mir zeugt, sagt Jesus, und zu mir wollt ihr nicht kommen. An solche Zeiten bin ich extrem erinnert, wenn ich das hier so alles sehe. Ja. Umso mehr freue ich mich darüber, dass wir das so verstehen können von der Wiedergeburt Jerusalems, ja, dass der Kreis sich schließt, wenn Jerusalem zum Glauben an Jesus Christus kommt und die Stadt wiedergeboren wird. Ja. Das ist schon was Schönes. Und ich meine auch, dass ich es an der Bibel doch auch nachgewiesen habe und in sauberer Textarbeit gezeigt habe, an vielen, vielen, also in Dutzenden von Videos, wenn man möchte. Dass es jetzt die Theologen nicht so akzeptieren. Gut, vielleicht haben die dann ein Problem mit, weil sie Theologen sind und das eigentlich selber wissen müssten. Ja, da kann man viel sagen zu. Ich schließe das hier einfach mal ab. Ich freue mich mit jedem, der es nachvollziehen kann. Zum Schluss werden wir es sehen. Ja? Wenn es kommt, dann wird es für viele, viele Überraschungen geben. Ja? Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich freue mich, dass so viele von euch das auch nachvollziehen können und sich da freuen drüber. Das macht meine Freude nur doppelt groß. Ich denke auch manchmal, das versteht überhaupt niemand. Und bin dann immer so freudig überrascht, wenn jemand schreibt, hier, ich kann das nachvollziehen, verstehe das. Ich habe das geprüft an der Bibel, das ist wahr. Finde ich wunderschön, ja. Und dass die Theologen das jetzt nicht so richtig verstehen können, ja, das sagt ja eigentlich auch die Bibel, weil in Sacharja steht ja auch, die Elenden unter den Schlachtschafen, die merken, dass es Gottes Wort war. Ja, da halte ich mich auch dran. Und freue mich mit euch allen, ja. Wünsche euch alles Gute, Gottes Segen und bis bald.